ran ans kalte Buffet, es ist wieder angerichtet. Sportsbacker ist bereit und ebenso euer Andreas. Natürlich auch euer Lenz, Kimiko, Kirschblüte, auch du bereit? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sportsbacker. Das passt. Und guten Appetit, Kimiko. Wir sehen die schönsten Frauen Asiens am heißen Draht, am Kuchenbuffet. Und wir sehen Menschen mit ein bisschen motorischen Störungen. Ja, Seil gesprungen wird heute auch, aber das ist ein Spiel, das darf einfach nicht zu oft fehlen. Kuchen essen, so schnell es geht, so viel es geht, bis es nicht mehr geht. Ja, das ist ein ganz neues Spiel. Das ist der verrückteste Aufzug in ganz Japan mit wahnsinnig schwierigen Aufgaben für unsere Herausforderer. Wer die am besten besteht, das seht ihr gleich. Jetzt wird's ganz spannend bei Sports Bacher. Es wartet der Aufzug, das Elevator Game. Und die erste Kandidatin macht sich bereit. Was soll das denn? Ja, Kimiko, wir haben tatsächlich mal eine Kandidatin im Aufzug. Wir haben ja schon die unglaublichsten Annäherungsversuche hier in dieser bedrohlichen Enge erlebt. Jedenfalls der zweite Stock. Und da geht es ums Sushi-Essen. Im ersten Stockwerk noch keine Aufgabe zu lösen. Da muss man nur den Aufzug betreten. Hier die erste Aufgabe gut gelöst. 3 Stücken Sushi gegessen in 10 Sekunden und wieder zurück im Fahrstuhl. Lecker Sushi. Ja, ganz so bekömmlich scheint es hier nicht zu sein. Die Kandidatin bittet also höflich um die Erklärung der nächsten Runde. Ja, und das werden wir gleich sehen. Es geht darum, sich 10-mal in 30 Sekunden um einen Baseballschläger zu drehen und dann den Weg in den Aufzug zurückzufinden. Klingt einigermaßen kompliziert, aber ihr werdet sehen, das ist ganz leicht allerdings. Hier ist Geschicklichkeit gefragt. Ja, mit Sicherheit und natürlich das richtige Gleichgewichtsgefühl. Ja, das macht sie sehr hübsch. Noch 4 Umdrehungen, jetzt muss sie ein bisschen mehr Tempo geben. So, noch eine und dann heißt es zurück in den Fahrstuhl und das ist der schwierige Teil. Ja. Ein gefallenes Mädchen. Zack, bumm, bang und Ende. Geradeauslaufen geht dann eben nicht mehr. Go! So, und jetzt haben wir ein ganz besonderes Seilspringen. Den etwas korpulenten Herrn dort ganz rechts, den werden vielleicht die einen oder anderen Fans von Sumo erkennen. Das ist Musashimaru. Inzwischen Yokozuna. Hier sehen wir die kräftigen Beine, die alles zum Stampfen bringen. Das ist der Mann direkt dahinter. Hier haben wir ihn, Musashimaru. Ja, aber auch diese kräftigen Beine konnten eine Niederlage nicht verhindern. Aber man sieht's, selbst die beleibten Sumo-Ringer werden natürlich immer von entzückenden weiblichen Fans begleitet. Hier eine ganz besondere Form des Seilspringens. Das Spiel kennt ihr natürlich, aber diesmal ist es so, dass 3 Teams spielen und die müssen insgesamt 100 Sekunden durchhalten. Das heißt, das erste Spiel hat 14 vorgelegt. Wir werden sehen, was die anderen machen. Essen macht dick. Ja, vor allem die kleinen Leckereien, die es da zu essen gibt, die sind natürlich schon eher kalorienhaltig. Am Kuchenbuffet unsere erste Herausforderin. 20 Stück Kuchen sind angerichtet und auf dem 21. Teller, da liegt das Geld. 1.000.000 Yen dafür, dass man es schafft, sich hier den Bauch so richtig vollzuschlagen. Gleich passiert ein Unglück. Nein, Kimiko, das sieht soweit noch ganz gut aus. Sie nimmt den Mund manchmal etwas voll, aber sei es drum. Das ist eine japanische Spezialität. Daifuku. Ja, ich auch. Also Daifuku? Daifuku. Das ist so eine Art süßer Reis, aus dem ein Bällchen geformt wird und in der Mitte ist eine Erdbeere. Sehr süß, sehr klebrig und nicht gut verdaulich. Donnerwetter! Jetzt gibt's hier eher ein kleines Schokoladen-Petit-Four oder sowas.
Ja, könnte man sagen. Und dann wartet schon der Apple-Pie, also ein Apfelstrudel. Oi. Beeindruckende Technik, muss man schon sagen. Wo steckt sie sich das alles hin? Wobei man auch sagen muss, unsere Konditoren lassen sich dazu absoluten Höchstleistungen hinreißen. Köstlich, köstlich, Cassismus. Mmh. Und jetzt Süßkartoffel, ein bisschen bröckelig das Ganze, auch nicht leicht in der nötigen Geschwindigkeit zu essen. Das würde euch auch mal gut tun. Was findest du, wir sind so runtergehungert, kann man doch eigentlich auch gar nicht sagen. Ja, da gibt's Käsekuchen. Käsekuchen. Lieblingsspeise von Kimiko. Lass mal bleiben, Kimiko. Oh, und da ist der Käsekuchen ein bisschen zu viel. Offensichtlich nicht ihr Lieblingskuchen. Nein, 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 das war's. Schade, schade. Jetzt hat sie so lange durchgehalten und es war vergebens. Und jetzt ein Elektriker am heißen Draht. Michio Kimura, 27 Jahre alt. Ein Elektriker am heißen Draht, das heißt natürlich eigentlich ein absoluter Fachmann. Ja, Angst hat er nicht gehabt, aber hier hat er sich einen kleinen Schlag abgeholt, eine elektrische Erfrischung sozusagen. Trotzdem lächelt er noch, ist gut gelaunt. Ah, ihr zwei werdet uns Japaner nie verstehen. Deswegen schauen wir ja Sports Baka, um fremde Kulturen kennenzulernen. Aki Kawakami, die Hausfrau, 27 Jahre alt, vielleicht macht sie es hier besser. Interessante Perspektive. Ach ja. Da sind wir abgehärtet inzwischen, Lenz. Bringt uns nichts mehr so leicht aus der Ruhe. Diese junge Dame hat leider versagt. Ganz klar, im falschen Moment ins Teufelsrad eingestiegen und so hat man keine Chance. Und hier steigen wir ein im dritten Stockwerk. Und ganz klar, was es dort gibt, nämlich schnelles Drehen um den Baseballschläger. Vielleicht mal andersherum? Bloß nicht, Kimiko. Ich glaube, dann wird ihr vollkommen schwindlig. Ja, ja, schafft sie's? Standprobleme? Doch. Ausgezeichnet. Es gab ja da beim letzten Mal so leichte hypnotisierende Scheiben an der Seite vom Aufzug. Ja, aber das war vielleicht auch zu schwierig, insofern etwas leichter gemacht. Und jetzt heißt es Basketball spielen. Ein Ball muss in den Korb. Jawohl. Das sieht gut aus. Grandios gemeistert, also eine lockere Prüfung für unsere Kandidatin. Und weiter geht's ins fünfte Stockwerk. Also noch drei Stockwerke, dann ist die Million da. Zuerst mal heißt es offenbar Schuhe ausziehen. Ja, kleine Vorbereitung für dieses Spiel, bei dem man ein bisschen nass werden könnte eventuell. Es ist ein glitschiges Spiel. Keine Angst. Nein, unsere Kandidatin ist ganz wohlgemut. Ja, aber da heißt es Aale fangen. Ein Aal würde reichen. Aber nur 20 Sekunden Zeit. Und wenn man sich ein bisschen davor ekelt und sich nicht richtig traut zuzupacken, dann wird das nichts. Und da schließt sich die Tür des Aufzugs. Tja, trotzdem eine höfliche Verabschiedung. So haben wir das gern. Und hier haben wir Team B. 86 Umdrehungen sind noch übrig. Insgesamt 100 müssen absolviert werden. Die ersten, die schweren Jungs, die haben es ja nur auf 14 gebracht. Insofern haben sie denen hier eine ganz schöne Packung übrig gelassen. Das nennt man Arbeitsteilung auf Japanisch. Genau, die Jungs hier, das sind alles Profifußballer. Spielen alle in der J-League. Und jetzt wird der Rhythmus ungleichmäßig. Scheint ihnen aber offenbar nicht fremd zu sein, aber da hat's die Jungs erwischt. Bitchy Bitch. Ja, und damit haben sie dem letzten Team 63 Umdrehungen übrig gelassen. Und ob das zu schaffen ist, das wage ich ja mal zu bezweifeln. Ja, und hier haben wir einen, der sich mit Aalen sehr gut auskennt.
Zarte Gemüter jetzt mal kurz wegschauen. Oh, das ist nicht jedermanns Geschmack, aber der Mann ist zumindest völlig furchtlos, glaube ich. Völlig furchtlos und natürlich auch unglaublich reaktionsschnell. Aber es ist klar, dass man den nicht in das Aufzugsspiel gelassen hat. Wer weiß, was der mit den allen angestellt hätte. Na ja, aber beim Teufelsrad, da bekommt auch er offenbar so ein bisschen Bammel. Aber ganz locker gemacht. Naja, von wegen. Ein bisschen zu locker. Puh, Ben, Ende. Und das war's dann auch schon. Zurück in die Aalküche. Hier sehen wir nochmal das Teufelsrad in seiner ganzen Schönheit und Gefahr. Zack. Und zack. Tschüss. Ja, so kann man es auch sagen. Man sieht eine ausgesprochen schwierige Stelle, schwer zu meistern. Aber jetzt haben wir noch mal einen, der will es wirklich wissen. Beruflich vorbelastet? Nicht wirklich. Lass mich schauen. Der Mann ist Freiberufler. Freiberufler, was auch immer das sein mag. Üben. Ja, das hätte er vielleicht auch machen sollen. Ja, wer? Ihm hat die Sprache verschlagen. Ja, aber irgendwie scheint er sich über irgendwas zu freuen. Vielleicht, dass er jetzt wieder feiert. Ja. Aber jetzt, wir sind wieder im Aufzug. Und ihn hier, den Komiker, den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Der hat schon sich an fast jedem schwierigen Spiel versucht. Los geht's natürlich bei ihm auch mit einer kleinen Runde Sushi. Locker gemeistert. Allerdings muss er versuchen, das noch bis zum nächsten Stockwerk auch runterzuschlucken. Wie wird's mit dem Nachschlag? Ich glaube, er wollte ja auch gerade noch eine zweite Portion fordern. Und er sagt, an drei Spielen hat er schon teilgenommen. Einmal drei Tage nicht geschlafen, einmal zwei Tage nicht gegessen und immer kurz vor Ende gescheitert. Tja, und sie sagt, leider verstehe ich dich nicht mit deinem vollen Mund. So ist das. Freundlich, aber bestimmt, die Fahrstuhlführerin. Jetzt also der Drehwurm. Ja, da siehst du sie wieder, die Hypnoscheiben. Das ist natürlich eine unglaubliche Schwierigkeit, die da zusätzlich mit eingebaut worden ist. Der ist ja jetzt schon völlig groggy. Und das Sushi hat er immer noch nicht ganz aufgegessen. Ja, eine Runde fehlt noch. Oh, und das wird eng mit der Zeit. Und jetzt zurück. Hopp. Ja. Andere Seite. Ja, so kann man natürlich auch in einen Fahrstuhl einsteigen. Sehr, sehr hübsch gemacht. Beste Wertungen in der B-Note, würde ich mal sagen. Aber jetzt müsste er noch wieder auf die Beine kommen. Ja, dem geht's ziemlich schlecht. Mal sehen, ob er das nächste Stockwerk auch noch übersteht. Gleich. Ja, so geht's einem, wenn man diese Aale sieht. Entschuldigung, da bin ich ein bisschen, wie würdest du sagen, Lenz? Indisponiert, aber ja. Du musst die Aale ja nicht gleich schlucken, also. Ja, sonst geht's mir so wie diesem guten Mann, dem es am Seilspringen leider umgeschmissen hat. Und der heiße Draht heute wieder mal viel zu hart für alle unsere Herausforderer. Jetzt aber unser Komiker, der sich so prima geschlagen hat, sich gerade noch in den Aufzug zurückretten konnte. Und hier, Basketball, was für ein Profi, ohne Ring, nur Netz, sensationell. Hole in one sozusagen. Links oder rechts? Er hat einfach die Mitte genommen. Wo ist er denn? Ah, da. Ein bisschen angestrengt. Ja, jetzt natürlich eine ganz schwierige Prüfung. Es heißt, einen einzigen Aal zu fangen. Aber die sind schnell und glitschig. Und extrem schnell und extrem glitschig. Ah, ich kann da gar nicht hinschauen. Tja, und das war's dann auch schon. Die Türen zum Glück haben sich wieder geschlossen.
All die Aufregung, all die Anstrengung war umsonst. Schade, schade. So, und hier sind noch 63 Umdrehungen zu absolvieren. Team C also mit einer herkulischen Aufgabe, die da vor Ihnen liegt. Ein Hoch auf unsere tollen Kandidaten. Ja, wir können Ihnen wirklich nur noch die Daumen drücken. Halbzeit ist immerhin schon erreicht. Und jetzt wird's ungleichmäßig. Muss man sehr schnell reagieren. Aber immer noch 40 Umdrehungen. Dummer Wetter. Die machen das wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt wird's schnell. Nur noch 20. Und da hat sie's alle erwischt. Schon unbesegelt, bis auf einen einzigen. 45 Umdrehungen haben sie geschafft, aber dann aus dem Rhythmus gekommen. Und die Gesamtzahl, also 82, da haben 18 Stück gefehlt. Schade, schade. Und deswegen gehen wir zurück zum Kuchenbad. Hier ist Geschicklichkeit gefragt. Ja, Geschicklichkeit natürlich auch, vor allem wenn es um so Runterschlucken geht. Die Eiswaffe, auch eine harte Probe. Ziemlich trocken, so ein Sandkuchen. Und jetzt wieder Daifuku. Ja, man sieht richtig, wie das immer mehr wird, dieses Teil, wenn man drauf rumkaut. Erstaunlich. Das sieht gut aus. Ja, kleine Schlückchen Erfrischung zwischendurch. Voll konzentriert. Muss man wirklich sagen, Apfelstrudel gleich hinterher. Dann kommt die leckere Himbeercreme. Ja, aber auch wirklich schön aufessen. Das macht Durst. Kann man wohl so sagen, und da lauert schon die Süßkartoffel. Oh, eine Kartoffel auf dem Band noch, gerade noch mal soeben erwischt. Jetzt muss sie wirklich Tempo geben. Ich möchte mal wissen, ob die eigentlich komplett alle Kuchen immer austauschen oder ob sie die letzten 3, 4, wo er kaum ein Kandidat mal hinkommt, einfach lassen. Die werden dann schon richtig trocken. Das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Unsere Konditoren lassen sowas nicht auf sich sitzen. Ja, am heißen Draht. Ein etwas älterer Herr mit der Erfahrung und der Weisheit des Alters wirft er sich um die Haarnagelkurve. Peng! Springt hinein ins Teufelsrad. Er findet das offenbar ausgesprochen lustig. Wenn er jetzt gleich dann denkt, dass das minus 1 Million Yen für ihn bedeutet, dann gibt's, glaube ich, doch Freudentränen. Man sieht das Land des breiten Lächelns. Katsuyo Himeda ist 26 Jahre alt und Profifußballer in der J-League. Klasse Hütte, super gemacht. Voll abgezogen, unten ins Eck, unhaltbar für den Goalie. Aber jetzt muss er hier sehen, was der heiße Draht für ihn bereithält. Kann er schwimmen? Nein, Kimiko, er kann Fußball spielen. Überzeugende Technik, muss man wirklich sagen. Eiskalt abgepasst. Was macht er jetzt? Oh oh. So geht das nicht, das hat auch noch keiner geschafft. Da muss man schon den Umweg unten rum nehmen. Das ist auch nicht so gedacht gewesen eigentlich. Schauen wir es uns nochmal an. Ja, er wäre der Erste gewesen, der das geschafft hat. Ist natürlich wahnsinnig schnell, darf man nicht vergessen. Das Problem ist nicht der Anzug, sondern das Problem ist natürlich das Abbremsen. Ganz genau. Hier steigen wir mitten ein ins Spiel. Drehwurm. Und wo geht's denn hin mit dem jungen Mann? Er versucht's und schafft's. Ich glaube, der wollte sogar noch mal wieder raus aus dem Aufzug.
Hunter beschwerte sich, dass ausgerechnet nach dem Sushi-Essen, was ja ein Stockwerk tiefer ist, dann so ein Spiel kommt. Wie soll man denn das aushalten, bitteschön? Hat er eigentlich recht, aber es soll ja auch nicht so einfach sein. Noch Fragen? Klasse gemacht. Freiwurf versenkt. Das sind in diesem Fall nicht 2 Punkte, sondern der Freifahrtschein ins 5. Stockwerk. Ah, Schuhe ausziehen. Wir wissen es, im 5. Stockwerk, da warten die Aale. Plitsch, platsch, die kennen das inzwischen schon, verkriechen sich in die äußersten Ecken des Bassins. Und er hat tatsächlich einen erwischt, das ist eine Sensation, der Erste. Ja, der Erste, und vielleicht macht er das ja beruflich oder hat sowas schon öfter mal ausprobiert. Auf jeden Fall keine schlechte Technik. Tore Kandidat. Gell, Kimiko, der gefällt dir auch. Jetzt allerdings ist Geschicklichkeit gefragt. Es geht darum, aus diesen Büchsen eine komplette, wie sagt man das? Säule. Ja, Säule zu bauen, genau. Die Zeit ist rum. Von nichts kommt nichts. Naja, Kimiko, er hat sich aber da wirklich wacker nach oben gearbeitet. Ich würde mal sagen, wir kommen allerdings zum Backer des Tages auf den Platz Nummer 3 dieser sehenswerte Brummkreisel. Auf der 2 unsere mutigen Seilspringer, und das war der eleganteste Flug des heutigen Tages. Backer des Tages allerdings ein weiterer Brummkreisel. Ja, das war natürlich wirklich eine sehenswerte Leistung. Die grobe Himmelsrichtung hat er sich noch gemerkt, ist auch noch in den Aufzug reingekommen, aber man frage nicht wie. Mehr großartige Action aus dem Land der aufgehenden Sonne gibt's unter www.wofan.de, und tschüss, sagt euer Andreas. Tschüss natürlich auch vom Lenzo und Kimiko, du freust dich sicher schon aufs nächste Mal auf die Aale oder ähnliches. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei Sportsbacker.